Quote hot or not? Hot. Auf jeden. Hot. Durchgehend hot. Entschuldige bitte. Oh, geil. Ach, krass. Oh, guck mal, wie geiler fotografiert. Oh, scheiße, das ist Kacke. Liebe Grüße, ich weiß nicht, ob ich on bin gerade. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es gar nicht. Liebe Grüße, falls man mich hört, an den Commander Krieger. Auch nochmal Dankeschön, auch an dich. Ach so, wir sind drauf. Boah, Alter, was für ein Abend. Cool. Was? Der Krieger. Also wir machen jetzt, quasi so die Abmoderation. Ja, steht ja mega gut. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee. Ich trinke auch mal eben. Nee. Das ist mega ungewohnt, aber es ist echt das nächste Mal. Weil ich glaube, Punkt 1, was wir festhalten können, ist, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir das machen. Wir müssen das Ersatz besorgen. Ist der Rest? Der Rest ist ja nicht da. Der hat kein Mikro, oder was? Ja. Du siehst echt heiß aus. Telefon im Arsch. Verdammt. Und zwar quer. Boah. Quer. Und das war so ein großes Alter. Ich glaube, das klingelt wieder. Twitter dreht durch. Oh, Jay Twitter versteckt dreht sich jetzt. Durch. Hammer nice. Ey. Ja, Friendly Fire war immer oben. Immer. Ey, Leute. Machen wir das nochmal sowas? Ja. Yay! Ja. Ich glaub schon. Ich glaube, wir machen es. Ja, ist doch klar, mal. Alter. Und zwar klar. Morgen. Morgen, ja, genau, morgen. Morgen wieder ein. Zu Silvester. Mal ganz kurze Kleinigkeit, ja. Der nette Kameramann, der in der Kamera hintersteht, ich weiß seinen Namen leider nicht, der lag die ganze Zeit da vorne in einem Sack und hat gepennt. Ist so am Arsch, der Junge, ja. Also kann man, der ist verdient. Geflamed, nein, das ist kein Flame. Der ist so am Arsch, so viel Einsatz, ja, weißt du, da schläfst du sogar hinter der Kamera mittlerweile einfach nicht mehr kannst. Ja. Oder wir waren einfach langweilig. Oder wir waren mega langweilig. Nein, das glaube ich nicht. Aber der stand ja auch die ganze Zeit mit diesem Ding auf der Schulter und kann wiegen die. Boah, ja. Keine Ahnung, was die wiegen. Viel. 80 Kilo. Mindestens. Mindestens 10 Kilo. 80 Kilo, ja. Mindestens 10 Kilo wird man gerade. Ne, mindestens 10 Kilo. 80 Kilo. Mindestens 80 Kilo. Mario hat's gesagt. Also, ja, deswegen auch hier vielen, vielen Dank an die Crew, die hier vor Ort war. Alter, wir haben. Sind einfach alles Freaks. Ja, ich kann gut zusammen. Schönen Dank an die Regie. So. Hey, ja. Sind einfach alles Freaks, ja, weißt du? Voll ja, was aber auch passt, weil wir auch Freaks sind in dem Sinne. Das ist proper. Ja, guck mal die Freaks da vorne an. Hi. Walter White und ich bin immer noch Pablo Escobar. Pablo Escobar. Was lachst du? Nee, wie Jochen Schweizer. Ohne Spaß. Jochen Schweizer? Doch. Ach so, ja doch. Ja, stimmt, doch, du kannst Jochen Schweizer sein. Du siehst aus wie oh, Jochen kommt Schweizer. Aber jetzt. Ja. Dann sitze ich da beim hier Löwenkäfig oder wie Höhle auch immer. Der Löwen. Höhle der Löwen. Ja. Und sag dann, also diese Schokolade, also, die kann ich jetzt nicht anbieten auf meinen Weißen. Ja, aber das Stück Schokolade muss ja trotzdem. Ja, aber nam, 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 nam. Ich darf jetzt eine Woche meinen Kalender nicht mehr öffnen. Oh ja. Oh, Gott. Ja, vegan. Stimmt. Ich meine, wenn man darüber nachdenkt, dass das vegan, quasi so, ja. Die Idee ist quasi bei einem Bier im Wohnzimmer entstanden und jetzt sitzen wir hier so. Ja. Haben das erreicht, was wir erreicht haben. Ja. Was ich voll gerne natürlich jetzt noch machen würde, ist, wir machen an dieser Stelle, können wir mal ganz kurz live noch das nachfolgende Video drehen, was ich dann nächste Woche gerne hochladen würde. Und Arbeit? Da können wir nämlich ganz kurz sagen, Arbeit, dass wir offiziell 103.932 Euro bisher zusammen gemacht haben. Boah, fick mich in den Arsch. Und das Lustige, da kommt ja noch Bier genau. Und T-Shirts raus. Und diese Sachen hier, die jetzt gerade Groms Gesicht verdecken werden, ja, die jetzt nicht im Livestream sehen werdet, aber nach einem Video, die sind noch dazugekommen. Die wir natürlich jetzt noch nicht wissen. Die das wie beispielsweise die eBay-Auktion. Genau. T-Shirts. Und was wir noch so an Sponsorengeldern quasi übrig hatten, da war nämlich auch noch das vielleicht machen wir jetzt auch ein paar Mal zu viel so. Ja. Ja, ist egal, kann natürlich sein. Also die Summe wird im Endeffekt deutlich, deutlich größer sein. Ja, das kommt nochmal oben drauf, aber das ist einfach schon. Ja. Schon geil. Na, ist schon ziemlich. Ist voll schon, nice. Ja. Kann man nice, machen. Oder? Ist okay. Also, nice. Wenn nice. Man ja, nice. Voll nice. Ja, wir nehmen es einfach. Jetzt verstehe ich das. Ja, TV. Die zocken das jetzt alles an. Geil. Gib TV. Haben wir gesagt, dem muss man noch Danke sagen. Ja, vor allen Dingen auch Mikkel auf jeden Fall. Alter. Ja, Mikkel, stimmt. Ja. Mikkel. Also, Mikkel. Mikkel. Mikkel, 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 Mikkel. 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 Komm mal ran. Mikkel. Er kommt. Wo ist der überhaupt? Da ist er am Schlafen. Ey, Mikkel, ist ganz schön spät für dich. Bist du schon wieder wach? Aber Mikkel hat gar kein Mikrofon, das ist natürlich jetzt schade. Ich kann ja mal Erik machen. Mikkel macht. Ja, eigentlich schlafe ich schon seit 10 Stunden. Ich würde sagen, Mikkel ist Mitarbeiter des Monats. Mikkel, was machen wir jetzt? Dankeschön. Wir sind jetzt noch irgendwie
gerade abzumoderieren und dann gehen wir alle schlafen. Ja, klar. Ja, klar. Anderen Vorschlag. Wir gehen dann schlafen. Ja. Wir haben allein, okay. Wir haben Mikkel so gesagt, ey, wir haben ja die Idee, wir wollen da mit den und den Leuten so einen Livestream machen, ey, organisier mal. Weißt du, Mikkel ist dann so ein Typ, der organisiert das. Der macht das einfach so als geil. So. Ja, und dann kommt das dabei raus, ne? Ja, genau. Ja. Mikkel macht das geil. Mikkel war halt wirklich mit Abstand. Sehr gerne auch, muss ich sagen. Auch am also, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das ist natürlich das Beste. Das musst du jetzt auch sagen. Ja. Mein Arbeitgeber ist toll. Ja. Das ist gut. So wie es das gehört. Auf jeden ja, toll war aber noch nicht so überzeugend. Ja. Da reden wir mal nochmal drüber. Ja, richtig. Ja. Du kriegst noch Wichtel geschenkt. Ja. Vielleicht ist das auch nicht so. Die cool. Weihnachtsfeier ist nächste Woche, Mikkel. Ne? Zieh dich warm an. Boah, da muss der schon wieder runterkommen, der arme Junge. Ja. Von Kiel, das ist natürlich ein ganz schönes Stück. Ey. Boah, wenn die Kölner jetzt voll gut, dass wir alle unsere Mitarbeiter eingespannt haben, denn wir können jetzt direkt auch nochmal Domi danken. Der hat nämlich mega viel mit der Technik gemacht und alles drumherum und auch mega viel mitorganisiert. Deswegen Domi, Dankeschön. Hey, Domi ist der Beste. Guter Mann. Guter Mann. Wir gehen von dir, Domi. Oder Alex. Das Loch. Ja, stimmt, der gar, Domi hat ja gar nicht alles mit der Technik. Du hattest ja quasi auch dein der Tiroler war ja auch. Ja, Prodigie. Wir gehen jetzt aber, wir lassen uns. Wo ist der Alex? Geh doch mal Alex durch, wa? Ja. Alex ist auch noch da? Ist der Tiroler noch da? Ist er noch da? Ja, doch. Alex! Tiroler! Sitzt da hinten. Kennt ihr? Er kommt. Alex! Mega viel. Hat sich um die Server gekümmert und alles drumherum. So ja. Einfach weil du so schön kam bist. Kam auch wieder so eine bekackte SpongeBob-Map bei TTT, um den Server zu packen. Ja, gut, das ist jetzt schon schwierig. Wir haben die 100 Fehler. Das sieht echt gut aus. Ja, nice. Ich bin so emotionsleer mittlerweile. So, ich jetzt so. Boah, ich bin auch gerade ein bisschen ausgepumpt, was das angeht. Ja. So. Ja, aber müssen ein paar Leute noch Danke sagen. Wie gesagt, natürlich allen Leuten, die wir müssen auf jeden Fall allen von Take TV Danke sagen. Da kannst du gar nicht alles aufzählen. Die waren hier heute Morgen. Aber Take, gestern hier bis 5 Uhr. Heute Morgen angefangen um 3 Uhr. Wie die Regie, die Bildregie, diese Fails. Und zwar der Ton, die Kameraleute. Das Essen, das Catering, die Bar. Die mega geile Location an sich. Ja, die mega Hammer. Mega das Wetter geil. War auch so. Das Wetter war auch so. Wir vertreten natürlich noch Dennis Gehlen, falls er noch da ist. Ja, weiß ich gar nicht, ob der da ist. Keine Ahnung. Dennis! Dennis! Komm ran hier! Dennis! Komm ran auf den Meter! Dennis! Komm ran hier! Wir wollen doch nur Danke sagen und du musst stellvertretend für all deine Mitarbeiter das Danken annehmen. Lass die Haare liegen. Meine! Hallo Dennis, guter Mann. Das ist jetzt deine Chance. Also wir kannten uns ja hier mehr oder weniger gar nicht. Ja. Aber jetzt mal ohne Spaß, das war mit eins der aller geilsten Events, die ich hier gesehen habe. Ja. Also nicht nur hier, so generell, so weltweit und so. Und ich sehe wirklich viele Events, aber fuck, ich wusste gar nicht, dass ihr mindestens genauso cool seid wie wir. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Ich mag das Wort mindestens dabei. Ja, ich wollte noch höflich sein. Nein, aber ihr seid ja genauso ein verrückter Haufen und ihr macht ja alles ganz locker und so, das finde ich halt. Ja, genau wie ihr halt. Ja, so scheiß auf alles, einfach cool und locker und am Ende Spaß haben. Wir sind halt und, hier gerade. Und ich schon wieder, er hat mich vorhin schon geküsst und irgendwie war das ganz cool. Hab ich da eigentlich deine Heterosexualität mit wegrasiert? Ja, ich bin jetzt schwul. Ja? Ja, ist okay für mich. Nee, so war der doch aber vorher auf auch schon. Eine ernste Art und Weise. Ja. Also wir sind super dankbar, dass ihr hier wart und wir hatten, glaube ich, also nicht nur glaube ich, bin mir ganz sicher, dass auch die Jungs da hinten in der Produktion, die halt aus meiner Sicht einen geilen Job gemacht haben. Mega geiler Job. Ich habe das so häufig auf Twitter gelesen, ey, die Regie macht einen super Job und so weiter und so fort. Und bei wo siehst du sowas mal? Das, also, genau. Ja, also da sind so geile Leute, genau. Also da sitzen halt, also ich meine, da sind viele Leute integriert gewesen, aber die Jungs, die da sitzen, der Timo, also die Jungs haben auch richtig geschuftet dafür, dass es geil wird. Oh. Der Marius, dann, ich will keinen vergessen, der Peer. Ja, jetzt hast du angefangen. Ja, oh, du Schiffe. Alle. Ich glaube, das waren die Jungs in der Regie, oder? Habe ich immer vergessen. Und dann haben wir hier, genau, in der, also hier die Aufnahmeleiter sozusagen, die sich um euch gekümmert haben. Kommt doch mal rum gerade. Der Louis. Ja, kommt echt mal alle hier hinter. Wir sind echt Leute mit der Kamera. Kannst du auch stehen lassen. Das ist doch eine totale. Dann haben wir noch so Kameradudes, den Tristan, den Francesco, den James. Die müssen nicht da der Olli ist auch noch irgendwo, da, der chillt, da kommt der Timo.
Und der ist immer noch, der Thomas ist immer noch in der Kamera, der sagt einfach nein. Ich muss drehen! Das Bild muss gut sein. Er steht da einfach und hält, der dreht noch, der justiert noch und sagt so nein. Da ist auch der Kai, der macht die Fotos, der scheißt auch auf alles, er sagt, nee, ich brauch gute Fotos. Scheiß auf Fame. Ja, scheiß auf Fame, gute Fotos gehen vor. Ja. Und der rennt jetzt auch gleich wahrscheinlich zum Rechner und schneidet die noch und so. Und ja, also wir wollen ja auch in 20 Minuten dann haben, wa? Und wir machen das jetzt auch nur, einfach, weil wir müssen noch ein bisschen warten, bis das Video von dem ganzen Tag fertig wird. Wir haben so ein Highlight-Video. Scheiße. Nein, aber dann rede ich aber trotzdem weiter, weil... Der Daniel, das war der andere Mann, der hat so ein Highlight-Video gemacht, vom Tag zusammen, geschnitten und so. Ach krass. Du wolltest was? Und das läuft jetzt gleich, wenn wir Tschüss gesagt haben. Genau, aber läuft es noch, und dann gucken wir es gleichzeitig noch an. Aber du wolltest was sagen. Ich habe eine Frage. Wenn wir das Ding wiederholen, das machen wir auf jeden Fall. Sehen wir uns dann wieder eigentlich? Ja, oh mein Gott, sowas von. Können wir Liebe machen? Ich habe eine Löwenmähne. Können wir ein Liebesverständnis machen? Euch ein? Ich bringe auch Duschschau mit. Oh Scheiße, und wir haben hier Duschen. Die haben wir schon benutzt. Du hast die schon benutzt? Ja, hier. Ohne mich. Ja, sorry. Ich hatte das für... Deswegen sind die Haare so grün. Ja, ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich die Namen sagen will, ich hatte Anke mit dem. Friendly Fire 2016 auf jeden Fall. Boah, ja. Unbedingt. Ja. Auf jeden Fall. Also okay, das ist Deal, machen wir auch wieder hier. Machen wir auch hier ab, ne? Also ja. Hier. Ja, genau. Jetzt müsst alle dabei sein, das muss die Crew sein. Ja, genau, okay, das muss confirmed sein. Jeder, der heute hier war, muss nächstes Mal auch da sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss noch mal ein paar Leute erwähnen, weil wir haben noch ganz viele vergessen. An der Bar waren zum Beispiel der Broski, ich weiß nicht, wo der jetzt gerade ist. Die Bar-Leute auch gut. Und die Laura und die Jessi, die gekocht haben. Ja, geil. Ran hier auf Bilder, Leute. Ich muss noch mal überlegen, ob ich... Also... Keine Ahnung, der Felix, der den ganzen Tag einfach nur da saß und zugeguckt hat. Auch der war da. Das muss man aber auch ertragen. Ja, genau. Und ich weiß, ich habe bestimmt irgendjemand vergessen, aber es war uns, glaube ich, eine große Ehre. Und über 100.000 verdammte Euro für einen guten Zweck, das ist halt, also, keine Ahnung. Das ist einfach Wahnsinn. Und ihr habt da einen geilen Job gemacht und... Weißt du, wir machen das sozusagen ja also für euch so, und aber uns, wir finden das trotzdem, also wir merken das für euch, dass es mega geil ist und wir irgendwie ein Part davon sind und so. Das ist geil. So, und jetzt sage ich aber nichts mehr. Danke, Dennis. Aber natürlich wieder am krassesten ist, 38.349 Zuschauer, 0:35. 0:35? Ja, um 3:35. Wir haben noch 3 Uhr. Die Zahl war herrlich. Es werden so viele Leute dabei sein, die von Start bis Ende dabei sind. Scheiß Freaks. Ja, allesamt, ja. Ganz ehrlich, ich dachte, wir sind die Einzigen, die von Start bis Ende dabei sind. Boah, ich habe zwischendurch abgeschaltet. So beim Essen. Es ist so mega geil geworden. Es hat alles gesprengt, was wir uns erhofft haben. Gar nicht besser sein können. Nee. Weißt du, meistens hast du so nach solchen Sachen so, ja, war super geil, aber okay, da können wir noch vielleicht oder so, aber heute soll ich einfach nur... Eine Hüpfburg. Heute war einfach perfekt. Das war total lustig. Ich meine, wenn du zu Hause mal 12 Stunden streamst, das ist niemals so wie hier. Also das hier war sowieso krank einfach. Das war ja krank in allen Ecken und Enden. Guck dir die Leute mal an. Haben wir eigentlich nur 4 Spieler am Rechner gespielt? Ich glaube ja. Ja, whatever, ey. In 12 Stunden, das sind ja voll die krassen Offline-Gamer heute gewesen. Ja, wann kommt man denn nochmal so zusammen? Ja, ist ja auch okay, aber so analoges Spielen kann auch Spaß machen. Ja, das ist richtig. Merkt euch das. Und dass ich immer mal jemanden in die Fresse schießen lassen. Immer gut. Oder Sahne in die Fresse scheißen. Ja, analoges Spielen. Das kannte ich noch nicht. Ja. Habe ich das aber mal gesagt, ob ich das richtig? Ja, jetzt kommt irgendein IT-Techniker. Ja, ich würde mal sagen, ich freue mich auf das Highlight-Video. Ja, ja. Und das Wichtigste natürlich, vielen Dank an euch. Ja, das ist natürlich absolut. Ich traue mich schon gar nicht mehr Danke zu sagen, weil das so... Wollen wir ein Herz machen? Ah, das reicht eigentlich. Ich meine, alle, die wir gerade aufgezählt haben, ohne die wäre das nicht möglich gewesen, aber wie viele Leute haben heute tatsächlich gespendet, dazu beigetragen, wirklich gespendet und 50 Cent, 1 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, können wir sogar sagen. Ja, total bescheuert einfach nur. Eigentlich spielt gar keine Rolle, wie viele da gespendet haben. Also erstmal natürlich vielen Dank an alle, die gespendet haben.
Aber vielen Dank auch an alle, die zugeguckt haben, weil natürlich so ein Event dementsprechend groß zu machen, lockt wiederum neue Leute an, die wiederum spenden, weil wiederum neue Leute an, lockt die zugucken, die wiederum spenden und das ist halt so ein positiver Teufelskreis. Wie nennt man das? Engelskreis? Das Ding ist auch, es gab ja auch Leute, die haben sich gefragt, wofür spendet ihr, lalala, warum macht ihr das nicht für Tiere, für Kinder in Not in Afrika und lalala, gibt es ja immer wieder. Ist völlig in Ordnung. Die Fragen sind absolut berechtigt. Jeder kann spenden, wofür er will. Spendet gerne auch anderswo. Spenden sind immer gut. Ihr könnt trotzdem gucken. Ihr seid trotzdem alle willkommen. Es ist einfach scheißegal. Es ist einfach so eine geile Sache, die wir heute hier irgendwie erlebt haben, alle zusammen. Es ist einfach, boah, für mich war das mega emotional am Ende, muss ich sagen. Das war mega emotional. Da waren noch weniger Leute, die gespendet haben. Das ist voll wenig. Was? 100, so wenig nur? 100, 1000, also das... Noch ein paar Rundungsfehler sind mit drin, aber die über 100.000 Euro sind gespendet worden von ungefähr 7.082 Leuten. Was? Bei was? 80 Spenden. Bei 7.082 Spenden, Entschuldigung. Was? Wie ist das möglich? Ist das safe, Domi? Ist das richtig? Das ist Twitter, das steht da. Das steht da. Das steht da. Wenn das in der Zeitung steht. Sagt, ja, dann heißt das ja. Das sind etwas über 10 Euro pro Jahr. Ja, gut. Ja, wobei, stimmt sogar, ja. Ja, mega krass, aber ich meine, allein so viele Leute. Bei 340.000 also verschiedenen Zuschauern, die wir allein bis 0 Uhr hatten. Ja, krass, ey. Krass. Also, um mal ein paar Zahlen hier zu droppen, wir wollen ja Transparenz machen. Wie gesagt, ansonsten kommt in der nächsten Zeit dann irgendwann im Laufe der Woche noch ein Video auf allen Kanälen raus, wo wir dann halt die endgültige Spendensumme natürlich bekannt geben werden. Vielleicht macht der gute Grund da wieder ein cooles Video drauf. Oder so mit so einer fetten Trailer-Animation. Gerne. Oder irgendwie sowas. Gucken also. Wir dann. Ja, so aber nicht per Teaser zum Trailer. Sonst werden die wieder böse. Das, ohne Information. Es wurde gespendet, aber bam, fertig. Ja. Und damit ihr dann halt dementsprechend auch die maximale Transparenz habt, damit ihr dann seht halt also 100% von allem, was hier reingekommen ist, das geht an Gaming Aid. Ja. Und ja, ich würde sagen, Unity Media und Nordic Games können wir auch noch mal ganz kurz erwähnen. Stimmt, ja, weil ohne die wäre das alle auch nicht möglich gewesen, weil das kostet ja alles Geld hier, logischerweise sowas auf die Beine zu stellen. Und die sind in Vorkasse gegangen, weil sie an uns geglaubt haben. Und das ist auch cool. Oh ja. Also auch vielen lieben Dank an euch. Aber wie gesagt, der größte Dank gilt immer noch den Zuschauern. Ne? Immer. Also von daher könnte man eigentlich diesen fantastischen Abend mit einem Applaus für die Zuschauer beenden und dann das Highlight-Video angucken. Sofort das Video kommt noch Ja, und dann das Highlight-Video angucken. Deswegen, liebe Zuschauer, vielen lieben Dank und bis Friendly Fire 2016. Ne? Ciao.